Guten Morgen. Tag 3 auf dem glücklichen Weg bricht an. Ja, und ich war ja gestern einfach so fix und fertig. Deswegen wollte ich noch einmal kurz den Tag Revue passieren lassen. Es war so ein heftiger Tag. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich dieses Schwimmen nicht gefilmt habe. Ich bin tatsächlich halt, es waren ja nur 3, 4 Meter, die ich da dann schwimmen müsste. Aber ich habe eben immer meinen Turmbeutel mit bestimmt 3, 4 Kilo vollgepackt und musste dann das Stück schwimmen und bin immer, ne, mit 3, 4 Kilo auf dem Kopf ist man da halb abgesoffen und es war eiskalt. Und dann musste ich danach diesen Beutel mit den Sachen drin auch immer noch bestimmt 100 Meter da über die Felsen transportieren, um ihn dann zu einer Stelle zu bringen, wo ich dann weiter wandern konnte. Und das habe ich bestimmt, ja, 4-mal habe ich das gemacht. Und ich habe aber gar nicht dran gedacht, in dem Moment das überhaupt zu filmen, weil man ist so, so hoch konzentriert und komplett da in diesem Moment. Und ja, solche Erlebnisse, die haben einfach dann noch so lange Nachwirkungen. Oder, ne, also dieses Gefühl, wie ich da in diesem kalten Wasser paddel, nur einen Arm habe, weil die andere Hand den Beutel auf dem Kopf hält und versuche nicht abzusaufen. Ja, und jetzt krabbel ich wieder aus meinem Schlafsack und hoffe, dass das heute nicht ganz so anstrengend wird. Noch so einen Tag schaffe ich nicht. Also es ist echt schön hier, aber hier gab es so viel Erdrutsche. Hier liegt so viel Baumstämme und hier jetzt so viel Geröll. Selbst mit GPS, ey, das ist so schwierig, den Weg zu finden. Hier gab es schon wieder einen Erdrutsch. Jetzt muss man oben drüber gehen. Da unten ist der Weg und ich muss hier irgendwie absteigen. So, hier ist wieder so ein schönes Stück Weg. Hier gab es einen Erdrutsch. Also nur, dass man sich mal ein Bild machen kann. Da auf der anderen Seite geht der Weg weiter. Und hier muss man rüberkrabbeln. Und sollte man abrutschen, ja, dann ist man auch erstmal weg. Der gefühlte hunderte Erdrutsch heute. Ey, das ist so gefährlich. Oh, was mache ich hier eigentlich? So, ist gerade irgendwie mittlere Katastrophe passiert. Oder Mini-Katastrophe, aber es fühlt sich gerade wie eine Riesenkatastrophe an. Meine Fließjacke ist weg. Oh. Ich habe die hier hinten außen am Rucksack dran, mit der Regenjacke, mit der Weste zusammen, super fest. Die beiden Weste und Regenjacke sind noch da. Ich habe keine Ahnung, wie diese Fließjacke verschwinden konnte. Ich bin eine Stunde komplett zurückgerannt und eine Stunde wieder zu meinem Rucksack, also den Rucksack habe ich versteckt und ich habe sie nicht gefunden. Ich bin so weit zurückgelaufen. Ich kann gerade heulen, aber vor Wut. Ich weiß nicht, wie die da abgehen könnte. Die muss an irgendeinem Baum hängen geblieben sein, aber ich bin den ganzen Weg zurück bis zu der Stelle, wo ich mir sicher war, wo ich Pause gemacht habe, dass sie noch da war. Ich habe sie nicht gesehen. Das heißt, ich werde heute Nacht richtig frieren. Das ist die wärmste Jacke, die ich habe. Kann ich heute in Regenjacke schlafen. Und diese Kack-Erdrutsche gehen mir auf den Sack. Die bin ich gerade alle nochmal lang. Zwar ohne Rucksack. Aber ich bin sowieso schon den ganzen Tag gestresst. Weil ich warte eigentlich nur, dass hinter der nächsten Ecke kommt ein Erdrutsch, an dem ich nicht vorbeikomme. Und dann steht man hier, oder wie? Ich bin in der Zivilisation. Ich laufe auf einer Asphaltstraße. Man hat mich erhört, nachdem ich so geflucht habe. Kam nach der nächsten Kurve dann tatsächlich ein Parkplatz und es ging hier auf so eine Asphaltstraße. Und nach noch einer Kurve, ich stand mit meinem GPS-Gerät auf der Straße, hat mich, Jakob heißt er, angesprochen.
Jakob und Talib, die bauen gerade an der Kesme-Gossas-Brücke, das ist so eine alte Römerbrücke, haben die sich so eine kleine Hütte gekauft und machen da alles fertig. Und die haben mir erstmal einen Tee ausgegeben und eine Orange geschenkt. Und die hat mich da sogar schlafen lassen und was Warmes zu essen gegeben. Richtig nett. Aber da ich ja so viele Kilometer heute verschwendet habe mit meinem Hin- und Zurücklaufen, muss ich jetzt noch ein bisschen laufen. Mal gucken. Aber ich bin wieder versöhnt mit dem Weg. Alles wieder gut. Talib und Jakob. Talib, der hat sogar 10 Jahre in Braunschweig gewohnt. Wir haben die ganze Zeit Deutsch geredet. Die waren quasi meine Engel gerade und haben mich wieder aufgemuntert. So, mein Bett für heute Nacht. Es soll heute Nacht Sturm geben und regnen und leider auch die nächsten Tage einen ordentlichen Temperatursturz nachts geben. Deswegen habe ich vorgesorgt. Ich habe hier einen kleinen Ofen mit einem Feuerchen. Leider haben mir die komplett nasses Brennholz gegeben. Deswegen habe ich jetzt 2 Stunden lang immer aufgepasst, Holz nachgelegt, gepustet und wer weiß was veranstaltet. Und ich bin gerade ganz happy. Bin echt noch fertig von den letzten Tagen. Mir sind heute ganz viele Wanderer entgegengekommen und alle nur gefragt, hast du den Gönyu Canyon gemacht? Weil alle, ne, die laufen den ja andersrum. Und anscheinend, es gibt halt 3 so Etappen, die im Moment alle überspringen. Das sind die beiden Bergetappen und dieser Gönyu Canyon. Und ja, den musste ich erstmal allen erzählen, wie ich da durchgeschwommen bin und mit den Erdrutschen. Und ja, die wussten auch alle nicht, ob sie die Etappe machen oder nicht. Deswegen gut, dass ich das gar nicht wusste, dass da alle so eine Angst vor haben. Ich habe es jetzt einfach gemacht. Aber ich kann es vielleicht mal eben hier, kleine Bestandsaufnahme. Die Spuren des Canyons. Oh, der tut echt weh. Der ist auch ganz dick. Ja, so sieht man aus, wenn man sich mit dem Gönyu Canyon anlegt. Scheiße. So, und jetzt muss mein Kopf aber auch wieder richtig, richtig abschalten und mal mehr als 1 Stunde am Stück schlafen. Also wenn ich hier immer erzähle, ich habe ganz gut geschlafen, heißt das, dass ich mal 1 Stunde am Stück geschlafen habe und nicht alle halbe Stunde wach werde. Also die Nächte sind schon hart und deswegen muss ich gucken, wenn jetzt noch der Temperatursturz da kommt bei 0 Grad mit meinem Sommerschlafsack und jetzt auch noch ohne Fließjacke, das wird ja gar nichts. Ja, mal schauen. Aber da kümmere ich mich dann immer abends drum. Gute Nacht.